Kennt ihr Tia Dalma? Ich nicht. Ich habe zwar Fluch der Karibik geguckt, aber ich kann mich nicht hundertprozentig daran erinnern. Wir fahren sie als Gastfahrer. Teste diesen Fahrer kostenlos. Viel Spaß. Du kannst das Spiel so oft wiederholen, wie du willst. Wenn die Season vorbei ist, nicht mehr. Okay. Oh mein Gott, eine neue also die alte Map, aber in einer neuen Optik oder was? Oder gibt es tatsächlich mehrere Strecken? Das wäre so geil. Aber ich, nee, ich glaube nicht. Nee. Und damit herzlich willkommen, ich bin schon auf. Ja, oh mein Gott. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Disney Speedstorm. Ja, wir sind hier gerade dabei, in Rennen zu fahren. Als Testfahrer probieren wir mal die neue Fahrerin hier aus. Ah, ist eine kurze Runde. Okay, ich verstehe. Das ist eine sehr kurze Map-Runde. Ah, schon wieder. Ich wollte eigentlich die Spezialattacke funktionieren probieren. Ah, Crab-Attack. Okay, ich verstehe. Vier Runden fahren wir sogar, okay. Ich will ja jeden Part eine neue Charakter haben. Und bis jetzt hat die, also ich habe erst so 30 Minuten den ersten Part hochgeladen, der hat noch keine hohe Aufmerksamkeit. Vielleicht weil gerade irgendein anderes Spiel interessant ist oder so. Ich würde einfach sagen, ich lade den Part ganz normal am ersten, am 31. hoch. Dann habe ich ein bisschen, kann ich ein bisschen vorproduzieren. Ich denke, ja, da sollte die Season immer noch da sein. Ja. Oh, wir kriegen einen neuen. Wir kommen zum Goldpass-Simulator wieder. Falls ihr den ersten Part nicht gesehen habt, das kann daran liegen, weil ich ganz überraschend herausgefunden habe, dass eine neue Season da ist. Und ich den Part um 20:15 Uhr hochgeladen habe. Und normalerweise hatte ich ja meine Videos um 19 Uhr hoch. Und heute kamen sogar drei Videos. Einmal Croissant-Test von Nutella Croissants. Dann warte, fuck. Also Croissant-Test, dann GTA, glaube ich. Und halt Disney Speedstorm, genau. Aber ich weiß gar nicht, ob GTA kam oder ein anderes Spiel. Ich glaube bei GTA. Ich habe letztens so einen netten Kommentar bekommen. Ah, nur 1,5 Gemälde, ihr seid aber schlecht. Ja, ich habe den Heist noch nie gespielt. Das ist auch ein neuer Modus, habe ich gelesen. Haben wir ja im ersten Part besprochen. Ich warte noch mal auf die Fähigkeit. Scheiß mit mal drauf. Weil ich will den eigentlich nicht einsetzen, wenn ich gerade am Raisen bin. Ah, das war jetzt wieder dumm eingesetzt, aber egal. Guck, weil dann passiert nur das da.
Ich habe natürlich mit einem Level 60, ja, ich habe nie Geld ausgegeben in diesem Spiel, den Vorteil, dass ich schneller bin und egal, ob ich Fehler mache oder so, gar nicht. Also im Idealfall ist ja in der Season so, dass du neue Charaktere bekommst und die dann hochleveln musst. Diesmal ist es ja die Fluch der Karibik Season und es gab ja schon mal einen Fluch der Karibik, oder die ist im ersten, also im Spiel ohne Season war Fluch der Karibik schon drin und deswegen ist es so, dass ich habe heute viel gearbeitet, 3 Videos aufgenommen, gearbeitet so und genau, was wollte ich sagen, es ist halt so, dass es ja schon mal Fluch der Karibik Update gab, jetzt kriegen wir zum Beispiel erst das erste Mal unseren neuen Helden hier, Will Turner. Turnen. Ja, ich weiß, neuer Rennfahrer, habe ich schon kapiert. Genau. Und den gibt es zwar neu, aber es gibt ja schon alte Charaktere, die du auch quasi nehmen kannst. So. Und wir könnten jetzt noch ihn mit reinnehmen, aber wir haben ja heute, ist ja die Folge von ihr. Deshalb sehen wir ihn erst nächste Folge, auch wenn es ein bisschen scheiße ist für die Kapitel. Aber wir machen in der nächsten Folge dann hier komplett fertig. Hier kriegen wir. Okay. Oh, stimmt, die Versuche kann ich jetzt auch machen. Oh, scheiße, stimmt. So, ich würde sagen, wir fahren einfach hier ein bisschen weiter. Fluch der Karibik, genau. Wir haben jetzt ihn hier. Wir haben ihn hier, Captain Jack Sparrow. Und wir haben sie. Wir fahren sie. Wir haben sie als einzigste gelevelt. Ja, genau. Also eigentlich ganz easy. Oh. Bei ihr kann man verwundert sein, die wir gerade eben gesehen haben, aus welchem Spiel sie ist. Weil Ralf Reich sieht sie eigentlich ja nicht aus von der Grafik her. Aber Ralf Reich ist ja ein sehr interessanter Film. Und wir fahren die neue. Nee, wir fahren die alte Strecke, oder? Oh, nur weil ich... Alter. Bis jetzt ist es die alte Strecke. Also die klassische. Da will ich nicht rein. Die sind nur für den... Oh, fuck. Ich hab die Namen alle nicht intus. Ich glaube, wir fahren einfach die normale Strecke, ja. Ich denke, wir fahren die normale. Ja. Hier sehr stark in der Vermutung, dass wir die normale fahren. Wir irgendwie starten? Nee, wir müssen gewinnen. Das schaffen wir doch easy. Ja, also ich würde sagen, hier seht ihr mal die normale Strecke, die schon sehr, sehr lange, bevor ich angefangen habe mit Disney Speed Jump, gab es schon diese Strecke. Warum ich so spät angefangen habe, das Spiel hat am Anfang sogar, glaube ich, Geld gekostet. Hieß dann aber schon, war schon von Anfang an bekannt, dass es halt kostenlos rauskommt. Und die ersten haben dann, glaube ich, auch den Season Pass kostenlos bekommen, die halt das Geld bezahlt haben oder so. Oh Mann, ich hab einen Vorder. Ich hätte ihn gerne nach hinten geschleudert. Ich hätte gar nicht so lange sparen müssen. Ja, war doch easy win. Ja, ich will halt die neuen Charaktere halt in eigenen Videos packen. Dann halt, habe ich schon mal einen Titel. Das ist der 63. Part, glaube ich. 61, ja, 63. Part. Und deswegen, also, wenn ihr den ersten Part nicht gesehen habt, da... Ja, eigentlich alles nochmal. Alter, stimmt, wir können ja alles machen, weil wir. Ah. Stufe 7 aufgestiegen, ja. Was kriegen wir Neues? Karton. Neues Crewmitglied. Karton.
Oh, ich glaube, ich immer mir jetzt so unbeliebt, weil ich den ganzen Namen nicht richtig ausspreche wahrscheinlich. Cotton? Cotton. Ich denke Cotton. Cotton. Ich denke Cotton. Entschuldigung. Ja, die müssen wir halt ein anderes Mal machen. Ist mir scheißegal. Oder kriegen wir wieder Cotton. Ah, wir fahren heute gegen uns selber. Hä? Vielleicht klappt es auch doch nicht. Also wir könnten jetzt sie nochmal verbessern. Aber da ich gerade was gesehen habe, was ich mich nicht so gut finde, machen wir das doch nicht. Mal gucken, was gleich kommt. Oh, heute ist echt kalt. Ich sollte mir eine Jacke anziehen. Wir erst ja im Hochsommer, also. Er hat halt einfach geile Fähigkeiten. Ich wünsche Bakira, könnte man fahren. Irgendwelche Aufgaben. Oh, 5 aufgeladene. Oh, das wird schwer. Dann werde ich 5 aufgeladene Fähigkeiten bekommen. Was ist dann? Ja, fahr gegen den Stein, so ist es richtig muffi. Baue einen Unfall. Die Schlange ist so cool. Geht ja auch einen markanten Namen. Ich hoffe, es reicht. Ich fahr mal nicht hier. Es müsste eigentlich reichen. Ich denke, es müsste reichen. Ja, perfekt. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt für eine Herausforderung kommt. Wahrscheinlich müssen wir einen neuen Charakter wählen, jetzt. Was irgendwie sehr schade wäre. Weil, kann ich mir schon vorstellen. So. Wir müssen ihn ja wählen, um weiterzukommen. Er ist immer noch zu niedrig. Ja, das ist jetzt natürlich scheiße. Warte mal. Wir können noch mal hier auswählen. Das macht Handling und Höchsttempo. Beschleunigung Booster. Oh, das ist sehr gut. Beschleunigung Booster. Beschleunigung Kampf macht er hier. Beschleunigung Kampf. Ich würde sogar sagen, wir nehmen das hier, weil da haben wir 3 Fähigkeiten. Aber es reicht nicht. Das heißt, wir müssen jetzt schweren Trunk. Ich muss jetzt die nächste Folge aufnehmen. Ich habe es ein bisschen dumm gemacht. Tut mir leid. Aber okay. Ich mache in den nächsten Part. Wir können ja mal gucken, was es hier noch so gibt.
in Spezialveranstaltungen. Einmal für Elisabeth, das ist schon mal gut. Okay. Engel ist immer noch. Okay, dann gibt es hier die klassischen. Die brauche ich euch nicht zu zeigen, die solltet ihr alle kennen. Wirkliche Herausforderungen. Wir können auch mal Mokli oder so leveln. Ich will den Paar nicht zu kurz machen. Der letzte war ja schon relativ kurz. Ja, Mokli. Jetzt seht ihr auch mal die Spezialfähigkeit von Mokli. Ich muss mich so anstrengen. Ich muss mich sogar mal anstrengen. Schade. Ich hab nicht vor, in die Abkürzung. Ja, fick mich noch mehr. Alter, ich wollte die Items haben, Mann. Hat sie mir gerade die Waffen weggenommen? Ja, Micho, wir können die Abkürzung nehmen. Ich hoffe, ich gehe einmal Micho. Jawohl. Das war doch ein spannendes Abschlussrennen. Ich bin Benjamin 1. Hab Fun, Tschüssikowski.